Maske runter und wir stürmen das Revier. Ich hab ein paar Kugeln für euch Pisser reserviert. Nur ein falsches Wort und die Scheiße eskaliert. Und immer noch wie 17, ich möchte für meine Kinder leben, für die Liebe meiner Kinder. Ich möchte in derselben Stadt leben wie sie und mehr nicht. Das kann mir keiner verbieten. Was? Okay, jemand schreibt, also ich finde, ich meine, er hat sich damit mit dem hier auf jeden Fall nicht so einen großen Gefallen getan. Aber schwierig. Wir gucken noch einmal die Story, damit wir hier ein bisschen besser verstehen. Ja, aktualisieren wir es mal. Momento. Was? Okay, weiter. In einer Stunde ist das letzte Video an meine Ex online. Danach gibt es meinerseits auch nichts mehr dazu zu sagen. Das war's. Und das war vor 6 Minuten. Das heißt, in, ja, 1:15. Ja, spät. Leute, holt euch Popcorn. Ja. Würde ich auch mal sagen. Poppelcornets. So. Die haben gerade mal die Hälfte, ne? Ja, das ist heftig. Ich kann das auch nicht mehr vorlesen. Also, Freunde, ich bin raus, glaube ich, aus dem Chat. Wenn du willst, kann ich ein bisschen vorlesen. Boah. Aber das viel. Und wir, okay. Mit welcher Stimme, Bruder? Ich guck mal, was sie im Chat sagen. Was sagt ihr, Leute? Vorlesen, nicht vorlesen, einfach laufen lassen und zwischendurch einfach selber was kommentieren. Also ich würde jetzt erstmal vorschlagen, wir gucken mal erstmal die Story von der Ex, weil das hier, ich kann das nicht mehr geben. Das ist viel zu viel, Bro. Das ist viel zu viel und auch viel zu viel dieses du bist schuld, ich bin schuld, gib mal Pass, komm Training, du hast keine 100.000, dann bist du immer noch ein Hund. Und da, diese ganzen Sachen, also das ist... Das da, also ich sag euch ehrlich, guck mal, Sinan, Bro, guck mal, es gibt eine Sache, was absolut essentiell für alles ist. Das ist Respekt, Bruder. Vorlesen. Wenn, alle wollen vorlesen, dann. Ja, Bruder, was soll ich dir sagen, ja? Wenn diese Respekts... Sinan, du hast TikTok-Statement nicht gesehen. Es gibt ein TikTok-Statement, okay. Okay. Da gucken wir jetzt. Aber wir gucken jetzt immer die Story von der Frau. Ja, ja. Wie heißt die denn jetzt? Ich glaube mit doppelt A, irgendwas mit A, da steht's ja. A-A-N-Y-S, glaube ich. A-A. A-A. N. A-A. N-Y, glaube ich, Bruder. Mhm. Anonymous Noodles. Da. Okay, Friends. Okay, wir sehen hier. Kannst du mal wichsen? Boah, Followerzahlen sind aber gestiegen, ne? 30.000. Ey, warum folgt ihr mir nicht alle, Amekoi? Was ist das ja? Mach mal bitte eine volle. Shit. Okay, warte. Okay. Stopp. Wir müssen natürlich die große Story hier auch vorlesen. Okay. Das ist dein Auftrag. Dein Auftrag. Okay, Leute. Also, wir machen uns natürlich jetzt spannend. Okay, der erste Satz ist ja wohl direkt eindeutig, Janik. Ich habe Alim niemals mit San Diego betrogen. Ich war niemals mit San Diego im Bett. Ich lebe auch nicht mit meinen Kindern bei ihm oder sonst was. Ja, weil ich mit denen im Auto war. Ja, sorry. Oder, okay. Ich bin auch nicht schwanger von ihm. Seit der Trennung haben... Stopp. Ich bin auch nicht schwanger von ihm. Das bedeutet, ich bin ja von einem anderen schwanger. Aber ja, Bruder. Ich bin nicht schwanger von ihm. Von ihm, aber... Das würde ja implizieren, dass er von einem anderen schwanger ist, Bruder. Also du musst das schon... Digga, das ist schon... Also du musst es schon genauer definieren. Also. Ja, guck mal, weil du hast das auch nicht zu Ende gelesen. Ich bin auch nicht schwanger, oder? Nein, ich habe doch nicht gelesen. Ich lebe auch nicht mit den Kindern bei ihm. Oder ich bin auch nicht schwanger von ihm. Und ich bin auch nicht schwanger von ihm, genau. Seit der Trennung haben Alim und ich uns mehrmals gesehen. Du hast mich das letzte Mal vor 2-3 Wochen gesehen. Wo bin ich denn schwanger? Auch die Leute, die mit dir waren, haben mich gesehen. Du erzählst, ich würde dir die Kinder verweigern. Du hast die Kinder mehrmals gesehen. Davon gibt es Beweise und Zeugen. Weiter? Weiter. Alim ist aus Deutschland verschwunden, hält sich schön versteckt und zieht nun alle in den Dreck mit seinen Lügen. Nur weil ich ihm klar gemacht habe, dass ich niemals wieder mit ihm zusammen sein werde. Ich habe ihm gesagt, dass ich alles erzählen werde und weil er nicht mehr an mich rankommt, um mich zu kontrollieren mit Angst und mir zu drohen, fängt er an, selber Sachen zu erzählen über unsere Ehe in abgeschwächter Form und verdreht alles, damit mein Wort später kein Gewicht mehr hat. Klingt. Kann stimmen. Kann stimmen. Man darf ihr Hack auch nicht fressen. Kann natürlich sein. Dieses Video ist auch kein Privattreffen oder San Diego und mir. Ich werde auch erzählen, was es damit auf sich hat. Okay.
Also muss auf jeden Fall sehr wichtig gewesen sein, nachts das zu machen. Also ich lese das mal zu Ende. Alim redet, wie arm er dran ist und seine Kinder liebt, während er seine eigenen Kinder in Lebensgefahr bringt. Dieser Mensch ist bereit, alles und jeden zu opfern für sein eigenes Wohl. Also, ne? So. Währenddessen springt er im Internet herum und geilt sich auf die Aufrufe auf und das Mitleid, das er bekommt. Ich werde, sobald ich alles bereit habe, alles erzählen und nachweisen, was ich nur kann. Das ist die gesamte Story. Also, ich muss zu dem unteren Teil sagen, hat sie nicht ganz unrecht, ne? Weil Mois war, muss man ehrlich sagen, bis vor kurzem noch sehr umstritten, meist gehasst, würde ich jetzt sagen. Savage. Savage. meist gehasst. Jetzt plötzlich hat sich der Spieß so ein bisschen gedreht und man sagt, man kann Mois ein bisschen verstehen. Frau hat verlassen, Kopfweg. Es ist so ein bisschen dieses. Diese Mitleidssache. Hm. So dieses, der Arme. Ne, also ihr wisst, was ich meine. Also ich finde, ich persönlich glaube, also ist es nur meine Meinung, Man in the Mirror, dass da auf jeden Fall Taki-Taki vorhanden war. Dass die sich von ihm getrennt hat, ja, kann ja sein. Also nach dem Motto, ich mach Schluss, ihr kennt das ja, ich mach Schluss, ja, du machst Schluss, ja. Wir kennen doch diese Filme, so, wenn man Beziehungen hat und so eine Scheiße. Ja. Aber ich bin aber auch der Meinung, dass ich auch davon ausgehe, dass Mois natürlich die Situation auch zu seinem Gunsten ausnutzt. Ne, muss man auch so sagen. Hand aufs Herz, Alter, der ist Entertainer. Der weiß auch ganz genau, er ist nicht seit gestern auf Instagram, ja, es, auch es, nicht es auf YouTube. Es geht ja nicht nur um Entertainer, einfach aber das von seinem Charakter. Ich meine, es ist Charakter wie ein Schauspieler, her. Bruder, pass auf. Ja. Es ist wie ein Schauspieler, ja. Er kann sich in Situationen, gewisse Sachen besser oder anders so darstellen, zu seinem Gunsten. Verstehst du, was ich meine? Ich sage jetzt nicht, dass er jetzt das drauf ankommen lässt, aber er denkt sich in dem Moment, wenn das schon sowieso abgefuckt ist, nehme ich sowieso, mache ich das Beste draus. Keine Ahnung, Bruder. Auf jeden Fall schreibt Jupp Nock Sinan, das alte Management, hat auch Statement geschrieben und schreibt, dass sie was hatte mit San Diego. San Diego, ja, dann schwierig. Also wie gesagt, es kann sein natürlich, dass Mois das Ganze ausnutzt, natürlich auch für, um sich auch so ein bisschen, ne, ist auch sein gutes Recht, kann er ja machen. Yeah. Ne? Aber undenklich ist das natürlich nicht. Ja, ja. Also, dass sie jetzt sagt, ich hatte mit ihm nichts, zum Beispiel, also sie jetzt zu San Diego, ich glaube eher nicht, dass sie nichts hatten, so mäßig, und auch, dass sie da mit ihm im Auto saß, egal was für eine Erklärung da gibt, Digga, du bist die, guck mal, sagen, okay, wollt ihr meine Meinung wissen, jetzt ernsthaft, ganz kurz, also wirklich jetzt, also Butter bei die Fische, nehmen wir an, sie hat Mois verlassen. Okay, ist ja ihr gutes Recht. Mois hat scheiße behandelt vielleicht. Wissen wir alles nicht. Allahu alam. Das geht uns auch nichts an. Mhm. Sie hat ihr Recht, sich zu trennen. Okay. Jetzt ist die Frage, haben die sich islamisch getrennt? Weil dann sind die ja wirklich getrennt. Dann muss ja zwei Zeugen geben und so weiter und so fort. So, laut Mois aber sind die islamisch verheiratet und noch verheiratet. Das heißt, selbst wenn die sagt, ich trenne mich von dir, ich hau jetzt ab, sind die immer noch islamisch verheiratet. Ja. Das heißt, sie sind laut dem Gesetz noch ein Ehepaar. So. Aber nehmen wir die Variante, sie haben sich islamisch getrennt. Es gab Zeugen, Mois sagt, okay, geh, sie sagt, ich geh. Sie sind getrennt. Hat sie jetzt das Recht, mit San Diego zu schlafen oder mit ihm Kontakt zu haben? Ich sage nein. Ja. Hätte sie einen anderen Mann Kontakt, egal wer, wäre das eine Sache. Aber dieser Typ ist Mois sein Freund. Nicht nur sein Freund, er ist auch sein Labelchef. Ja, nee, auch ein fremder Mann würde ich jetzt als Mois nicht gutheißen, aber laut einfach so neutral, chalas, so. Einfach was die Fakten sind, Bruder. Wenn die irgendwann einen anderen hat und die sind getrennt, ja, und die lernt einen kennen und Mois lernt eine kennen, dann ist ja so. Aber egal welcher Mann hat nicht das Recht von einem Bruder, seine Frau, Ex-Frau oder sonst irgendwas sich ranzumachen. Darf ich noch kurz was dazu sagen? Nein, du darfst nicht. Hau raus.
Bruder, guck mal, ich beziehe das nur aus theologischer Sicht. Theologisch? Ja, also theologischer Sicht, ne? Also, dass das schon mal einmal ganz kurz abgeklärt ist. Ne? Also aus theologischer Sicht, also in dem Fall im Islam ist es nun mal so, dass du als muslimische Frau keinen andersgläubigen Mann. Auch wenn die sich jetzt, sag ich jetzt mal, ich beziehe das aus theologischer Sicht, ganz klar. Ja. Ich sag jetzt nicht, dass es jetzt. Dass ich da, das passt überhaupt das Wort Theologie jetzt in dieses Thema? Theologie, ja, klar. So, okay. Theologisch ist ja. Es geht ja um die Religion in deren Sicht. Also aus theologischer Sicht, im Islam wäre es auch für Anis in dem Fall nicht gestattet, einen andersgläubigen Mann zu heiraten, zu nehmen oder sonstiges. Okay, das ist. Das einmal. Okay, das ist noch eine Zusatzsache. Genau. Okay. Aber wie gesagt, am Ende des Tages, wenn sie wirklich getrennt sind und das alles auch abgeklärt ist, ist das natürlich auch kein Fremdgehen mehr, weil dann sind die ja getrennt. Ja. Aber solange die islamisch verheiratet sind, ist das, wenn es dann so ist, dass die dann mit ihm was hatte oder mit ihm zu tun hatte, ist das Fremdgehen. Selbst das Schreiben mit ihm oder das im Auto sitzen ist für mich schon Fremdgehen. Ja, also, ja. Egal was für eine Erklärung sie jetzt bringen würde, ich würde trotzdem nicht gutheißen, dass sie überhaupt mit denen im Auto sitzt. Sie sitzt mit denen in meinem Auto, Dicker. Meine Frau, meine Ex-Frau sitzt mit meinem Freund, Labelchef, Schwamm, was ihr wollt, in einem Auto, Dicker. Was gibt's da für eine Rechtfertigung? Meiner Meinung nach, No-Go. Auf gar keinen Fall. So, gucken weiter. Sie sagt, du sagst, du wirst morgen bei meinen Eltern auftauchen und sonst was antun. Bist du nicht derjenige, der wegläuft, weil meine Familie dich jagt? Was? Und du ganz genau weißt, was mit dir passieren wird, wenn sie dich finden? Wegen allem, was du mir angetan hast? Okay, das ist natürlich heftig. Oh, sorry, das sorry. Das ist eine klare Drohung, Bro. Sorry, Freunde. Also sie hat das geschrieben, weil, ja, ihr erinnert euch, Mois hat ja vorhin gesagt, ich werde zu deinen Eltern fahren, so, um deinen Vater vor die Kamera zerren. So, jetzt ist ja, Mois hat quasi, ja, ist wohl abgehauen, er hat ja eine Schlägerei, gewisse Leute, ein türkischer Bruder hat ihn wohl geschlagen oder so, gab es einen Konflikt, ich weiß jetzt nicht genau, wer das ist. Und dann ist Mois wohl in ein anderes Land für ein paar Tage, keine Ahnung. Aber dass das die Familie von ihr ist, keine Ahnung. Aber ich meine, hier zeigt sie auch so ein bisschen ihr Gesicht, so ein wahres Gesicht, so, ne, du meine Familie dich antun, du weißt genau, was passiert, wenn die dich jagen. Nicht und so. Wenn. Der wird bereits gejagt. Ah, du bist, also genau, hier steht doch, bist du nicht derjenige, der wegläuft, weil meine Familie dich jagt? Also die Familie das jagt heißt, schon. Sie jagt schon, ja, ne. Also die Jagdsaison hat schon. Hat schon begonnen. Du, ne? Die Jagdsaison hat schon begonnen. Ne? Ganz schwierig. Savage. Also, ne, dann ist ja klar, ne, also wenn da schon Leute auf Jagd sind und so, ganz so unschuldig ist die andere Seite dann vielleicht auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Also, aber wie gesagt, wir stecken ja nicht da drin, so, das ist auch eine Familienangelegenheit, ne, deswegen halten wir uns da, was das erstmal raus so mäßig, ja, ne. Ja, ganz sicher. Khair, inshallah, hoffentlich passiert da nicht viel. Oh, fuck, Digga, was ist hier los? Holy shit. Fuck, scheiße, auch schon. Nein. Weg da. So. Zack, zack. Also, hier ist ein Bild, wo sie anscheinend ein blaues Auge hat. Ey, Digga, also das Ding ist, sie hat ja auch noch Jahre. Einiges. Hä? Guck dir mal bitte da, Nasendingens, sie hat das alles komplett zensiert, Bro. 7 Jahre Ehe mit Mois und das ist das harmloseste von allen, was mir angetan wurde. Aber damit ist jetzt Schluss. Oh. Sieht natürlich nicht schön aus. Hat sie auch nicht verdient. Also, auf gar keinen Fall, Bro. Das hat eigentlich gar. Das hat ja, kein Mensch verdient. Kein klar. Mensch verdient, wir wissen auch nicht, was da vorgefallen ist. Ist das ein echtes blaues Auge? Ist das kein echtes blaues Auge? Kann dieses blaue Auge von der Nasen-OP kommen? Oder vielleicht auch nicht? Ich habe keine Ahnung. Alter, schreibt sie, sie hatte Nasen-OP. Ja, meine ich ja. Kann ja sein. Ich weiß es nicht. Ich möchte auch nicht behaupten, dass sie jetzt lügt. Ich möchte sie auch nicht.
als Lügnerin darstellen. Sie, ich denke mal, sie hat auch mit genug Scheiße jetzt zu kämpfen wegen Fremdgehen, was natürlich überhaupt nicht okay ist. Nee, das ist auch das letzte Dreck, wenn das zu 100% stimmt, was ich aber auch denke. Ne, weil, Digga, alles deutet wirklich drauf hin. Also das ist ja wirklich... Ne? Das ist echt heftig, Bro. Wallah. Aber es gibt ein Video, was er aber in der Nacht auch selber gepostet hat. Das hat er selber zugegeben, Bro. Dass er auch mal einen Fehler gemacht hat und sie auch angerührt hat. Er hat, hat er das selber gesagt? Ja, das habe ich gesehen. Heute, das war irgendwann in der Nacht. Da hat er selber gesagt, es war nicht richtig. Ja, das sollte ein Mann nicht machen. Aber er hat es nun mal getan, weil er nun mal herausgefunden hat, dass sie fremdgegangen ist. Richtig oder Fausteffekt. Das ist in dem Fall... ja, schon irgendwie, also wenn er das selber natürlich dann zugegeben hat, aber ich weiß ja nicht, ob das bezogen auf dieses Bild ist. Ja, ja. Ob es jetzt auf dieses Bild ist, weiß ich nicht, aber dass er sie mal angerührt hat, hat er selber gesagt. Ja. Da gibt es ein Video dazu. Ist natürlich traurig, ja. Wenn wir jetzt, ja, das ist echt savage. das hat er im Chat geschrieben. Also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass sie auch geschlagen worden ist, einfach richtig oder falsch? Habe ich ja gerade gesagt, richtig ich oder falsch. Weiß, aber Jungs, ey, chill. Nein, mal, ey, das ist echt kein Spaß. Das ist aber auch nicht ohne Scheiß. Ich kenne unser Humor, ist auch alles gut, aber das ist jetzt auch kein Spaß mehr, Freunde. Weil ihr dürft nicht vergessen, jetzt nehmen wir mal so an, okay, die hat jetzt irgendwie Dresche von ihm bekommen, was überhaupt nicht okay ist. Klar hat sie das Recht, auch ihren Mann sich scheiden zu lassen, so wenn es dazu die Gründe gibt und alles, das da ist, steht außer Frage. Und wenn die dann wirklich getrennt sind und es ist alles geklärt, dann kann ja auch jeder machen, wie er will. Theoretisch. Ja, Bruder, aber man hat immer noch Kinder gemeinsam, Bruder. Ja, Bruder, ist... Alter. So meine ich das. Ich meine jetzt auch nicht, die darf jetzt... Ne? Ja. Ich will jetzt damit sagen, guck mal, sie hat auch, jetzt auch eine erwachsene Frau, die hat ihr eigenes Leben, wenn sie getrennt ist und es auf beiden Seiten klar ist. Ja, aber da muss auch eine gewisse gesunde Zeit erstmal ein bisschen vergehen. Ja, klar, natürlich. So, das sind, ich habe gerade diese Chatverläufe, Bruder, die sind vom Mai. Was haben wir jetzt? Wir haben Juli. Das sind zwei Monate. Oh. Ich dachte, die sind vom letzten Jahr oder so. Bruder, darf ich mal kurz? Wo ist das? Ist das hier? Ja. Irgendwo. Okay, spul nicht zurück, damit wir die Zeit haben. Ja. Scheiß drauf, okay. Ist egal. Auf jeden Fall, ich habe irgendwas mit Mai gesehen. Okay, krass. So, und Bruder, das sind 2 Monate. Ich küsse dein Herz. Okay, das ist echt vor kurzem, Digga. Das heißt, da könnt ihr die schon... 2 Monate? Wenn, okay. Wer hat im Kopf, wann Mock schon das gepostet hat? Übrigens wusste ich das natürlich zu dem Zeitpunkt auch schon. Der Mock war nur ein verrückter Kerl und hat das natürlich direkt rausgehauen. Wann hat der Mock das genau gepostet? Ah, ich weiß, wo wir das sehen können. Hm. Merkt ihr das Datum? Von was? Von jetzt? Von diese Scheißen hier, ja, Chats. Ja. Und jetzt gucken wir bei Abo Intellektueller. Hm. Er hatte das nämlich bei sich in der Story. Ne? Mhm. Und ich glaube auch zu der Zeit, wo Jigsaw gesagt hat, lass mich die Bombe nicht platzen lassen und so, ne, das ist ja auch. Ja. Abu. Da. Abu Intellektueller. So. Ah, das sind die vom Ex von Sunny. Die Geschichte hier. So, okay, hier wurde das auch nochmal reingepostet. Mäßig mit der Stimme oder was? Mit wem seid ihr hier? Mit wem seid ihr hier? Er steigt aus und knallt ihr das Handy vom Dingens. Armin Koi. Ich bin nicht mal dein Mann. Veröffentliche. Ja, schick. Ich habe die selbstverständlich nicht beim Sex gefilmt. Das müsste jedem klar sein. Alles gut. Hier, bitteschön, Video abspielen. Meine Familie ist kaputt. Ich habe nichts zu verlieren. Was für ein Video ist das jetzt? Keine Ahnung. Jetzt. Also, man hört hier auch nochmal den Schmerz der Ex-Frau von Sunny raus. Ne? Also, es ist schon eindeutig, dass sie was haben. Ja, die Ex-Frau von Sunny wird ja solche Sachen nicht behaupten, wenn da nichts dran wäre. Die hat die Stöhnen gehört, alles. Also, ganz ehrenloser Dreckskerl der Sunny, dass er sich überhaupt an der Frau eines Bruders ranmacht. Richtiger, also, das ist der Hund. Richtiger Kelp, muss man sagen. Ne? Ja, einer schreibt, stellt euch mal vor, das ist eine Promo-Aktion. Also wenn das eine Promo-Aktion ist... Dann sollen sich alle ficken, Bruder. Das ist echt das Dreckigste. Oder dann kann sich jeder, keine Ahnung, Alter. So. Mit wem seid ihr hier? Amanskoi, wie lange geht das? Achso, das wiederholt sich. Ich verheirate euch offiziell als die 2 Größten, ihr wisst schon was, in the whole universe.
Ihr seid offiziell verheiratet. Ich hoffe, sie hatte Umschnalldrip an. Und du wurdest gedrippt. Ich hoffe, du weißt... Also er sagt, ihr seid offiziell verheiratet. Will er damit sagen, er hat die jetzt verheiratet oder haben die heimlich geheiratet? Du wirst meine Kinder bringen. Okay, das kennen wir. Ich bin der Schwanz in dir drin, du Nutte. Boah. Das ist kein Hollywood-Streifen, das hier ist echtes Leben. Hey. M.O.K. Das es ist Fakt, dass San Diego mit Mois seine Frau durchgebrannt ist. Story von 30. März. Das war davor. Das war davor. Das war vor den Chats. Damit will ich euch sagen, es ist schon eine bekanntere Sache, ach, dass da was Scheiße, läuft. Scheiße, Alter. Also ich oder Mock und so, wir wussten das ja schon vorher. Dass ihr Bescheid wisst. Das heißt, es ist nicht nur einfach jetzt so rausgekommen. Vielleicht ist es für den einen oder anderen jetzt so safe, safe. Aber es war vorher schon im Raum. Und es, die wurden ja auch schon hier und da zusammen gesehen, mäßig. Ne, Orakel Mock, ne, ich frag mich echt, wann er hier das Ding der zeigt mit Anna-Maria, aber das ist ein anderes Thema. So. Straßenmucke, ein Schwanz für deinen Arsch, du Tucke. Ich bin ein Straßenjunge, halt die Fresse, blass ne Runde. Hier ist alles Gold, was glänzt, die Sekte rollt im Benz vorbei. Ich mach mehr Scheine als die Bundesduckelei. Ich bin echt wie Maxim und bleib... Limited Box von Usain. Rangshin, du guck mal, wie der Mann. Ich kann nicht mehr diese Shisha. Der Blick von Manuel. Oh shit, okay, jetzt gucken wir mal hier. Ey, Junge. Anis hat Spendengelder gekloppt, hat warte, drei... Warte. Spendengerichte und so, die kamen von Anis. Ey, ganz kurz, dieses, die kamen von Anis. Und guck mal, diese Mütze und das, ey, der sieht aus wie... Das sind aus, die Geschenke wie, von TikTok. Nein, ja, aber der sieht aus wie so ein verrückter Professor gerade. Ich schwöre, also, kein Disrespect, aber bitte, guck mal. Selber, die gesagt hat, ich habe Türkei-Spenden abgezogen, waren Anis, San Diego und Chieno. Chieno ist der beste Freund von San Diego. Puh. Anis geht fremd mit San Diego. Die wollten zusammen sein. Ich musste sterben, damit sie in Öffentlichkeit sagen kann, er hat mich geschlagen. Schwör auf den Koran, Bruder. Dieser Satz, der hat mich gerade gekillt. Wallah. Also ganz ehrlich, also guck mal. Freunde. Also Freunde, man muss jetzt ehrlich ganz kurz was sagen. Also... Es gibt auf der Welt Frauen, die mit einem anderen Mann zusammenkommen und mit diesem Mann planen, ihren Ex umzulegen. Sowas hat es in der Geschichte schon gegeben. Mhm. In Amerika gab es schon oft sowas, dann hat man versucht, einen Mord zu machen. Also Frauen und Männer, die dann frisch zusammenkommen, da ist noch so ein Partner im Spiel oder der Vater von den Kindern, glaubt es mir, es gibt Sachen auf der Welt, das ist noch viel, viel schlimmer als das. Das heißt, dass Chieno vielleicht einen Auftrag von Sunny dann am Ende das Video gemacht hat, kann ich mir gut aus vorstellen. Heißt aber nicht, dass er nicht da irgendwie trotzdem sich was zu Schulden kommen lassen hat. Die Türchen ist noch offen. Zu 100% ist das ja auch nicht. Hat er nicht, das ist nochmal eine andere Geschichte. Aber es ist möglich, dass Sunny den Chieno gesagt hat, Dicker, ja, fick den jetzt öffentlich schon mal. Damit ziemlich er schon mal, savage, Bro. Damit er schon mal richtig am Boden liegt, weil der ist eh gerade unbeliebt, Spendengelder, abgefuckt, Drogen, das. Kann sein. Wenn ich dran denke, wie viele Frauen einen neuen Freund hatten, mit diesem Mann geplant haben, ihren Ex dann umzubringen, dann das ist es alles möglich. Ja. Dann ist ja wohl auch möglich, dass ein Sunny dann gesagt hat, ey, Mama Story, fick den. Checkt ihr, was ich meine, Janne? Dass man das einfach instrumentalisiert in der Hinsicht, ne? Ich möchte jetzt nicht so... Ne, es geht weiter. Ja, ich will nicht so viel sagen, aber... So, das Mois Statement auf TikTok gucken wir uns auch noch an. Und dann gucken wir uns noch mal was anderes an. Safe. Ne? Also die Welt ist dreckig, in der wir leben. Die ist wirklich dreckig. Also... Das ist wirklich heftig, Bruder.
Boah, das ist wirklich, Alter. Das ist Savage, Bro. Das ist Savage. Ich habe Chats gefunden, wo sie geschrieben hat. Mein Herz schlägt höher. Was ist das? Ich bin feucht. Was? Mein Herz schlägt höher? Dings, ich bin feucht? Savage. Savage, Bro. Das war kein Savage mehr, das ist... Das wurde durchgedrippt. Das ist Sandwich. Das ist... Ist wenigstens der Sandwich koscher? Sie ist von Halal auf koscher umgestiegen, obwohl es dasselbe ist. Ey, also ich, ey. Ich kann nicht mehr, Alter. Ey, guck mal, ne. Ey, das ist einfach unser behinderter Humor, Alter. Ey, eigentlich ist das wirklich traurig. Ja, voll, also, ey. Also wirklich, das ist ekelhaft. Das ist ekelhaft. Ja, nee, die schreibt zu Sunny, also wenn das stimmt, was er sagt, ne, schreibt die dem Sunny einfach so eine Sache, das ist so hinterhältig und ekelhaft. Voll. Und Mois hat sie die ganze Zeit geschrieben, kann nicht, hab keine Kraft, will, hab 1000 Probleme, Passprobleme, aber dem schreibt die irgendwie feucht, meucht und hast nicht gesehen. Aber das ist wirklich abgrundtief hinterhältig. Boah. Und dass der Sunny das mitgemacht hat, ist wirklich geisteskrank. Da, ja, Mut, das ist der ja, Mut, ja. Digga. Das ist der Mut. Alter, das ist wirklich heftig, Alter, Mann. Also das ist heftig und gottlos, muss man sagen. Wallah. Das ist krank. Und da verstehe ich den Mois auch hier, dass er hier ausflippt einfach. Zusätzlich zu seinen Wahnvorstellungen und Realitätsverlust, den er eh schon hat. Ne? Das ist keine Frage. Ich sehe das zwischen ihm und San Diego. Bro, ich sag dir, ich bin ausgerastet. Sie hat dann Polizei gerufen, das war's. Ich geb's zu. Ja. War nicht gut, macht kein Mann, ja. Das. Ah, okay. Aber ich habe gespürt, sie geht mir fremd. Ich bin gestorben, Bro. Das ist heftig, ja. Ja, ja. Und dann hat die, vermute ich jetzt einfach mal, auf diese Story sozusagen dieses Bild dann gepostet, weil er ja schon zugegeben hat, ja. Um die Glaubwürdigkeit sozusagen zu verstärken von Anis. Guck mal, er hat schon zugegeben, dass er mich schon mal geschlagen hat. Postet dieses Bild und das heißt, wenn sie jetzt schon eine Glaubwürdigkeit schon ein bisschen bekommen hat, indem sie es gezeigt hat, ist der Rest auch schon mal so ein Ticken leichter für sie, den Rest auch nochmal den Leuten, dass er an die, dass die daran glauben, sag ich jetzt mal, ja. Also weiß ich nicht, es ist schwierig, Bruder. Schwer. Ja. Das ist wieder Werbung, ja. Ne? Ja, aber sowieso, weil ich, Bruder. Ja, okay. Feuchtigkeit zieht man eh mit dem Schwamm auf. Also ich muss ehrlich sagen, es ist eine miese Verschwörungstheorie, aber das kann stimmen. Warum sollte, das kann gut sein. Das kann gut sein, dass San Diego zu Shiano gesagt hat, fick mal den Mois jetzt. Ja. Yeah. Das kann sein. Warum nicht? Und auf Drogen und wir sind das neue Paar. Sie wollten sich so durchdribbeln, Bro. In die Szene, auf meinen Nacken. Ein auf seine Ex ist jetzt mit Sunny und wir sind jetzt voll Fame. Versteht ihr? Also, ich sage euch ehrlich, der Einzige, der durch Fremdgehen ein Star wurde, ist Pietro. Ne? Weil mein Ruf kaputt geht. Nicht deine. Daraus hat Pietro wirklich, ist aus sich rausgekommen. Ne? Und dann wurde er wirklich big. Ne? Ja, aber das war schon, ne, weil das war schon krass, Alter. Das war ja auch hinterhältig damals. Ja, okay, voll, die haben sich, Alter, vertragen, wollen das Thema nicht wieder aufmachen. Ja, aber wenn der Mois hier Chats sieht mit ich bin feucht und bla, und wenn die Ex-Frau von Sunny sagt, die haben gepimpert, ich hab's gehört und der hat die auch zusammen aufgenommen. Wie wollt ihr mir jetzt noch erzählen, dass da nichts läuft? Also ich bitte euch bei aller Liebe. Bei allem Respekt, Armin Koi. Savage. Ich hab... Es kann schon sein, dass ihr ein wenig enttäuscht seid. Der Mock schreibt, einfach mein Fuß hat Mois seine Frau geklärt. Boah, Junge. Ja, nee, er sieht aus wie ein Fuß. Kennst du diese Fuß-Emoji?
Scheiße, Alter. Dieser Hund. Walla, das ist schon echt, das ist schon echt ekelhaft, dieser San Diego, was er da abgezogen hat. Richtiger Kontakt Airy, mit der Frau. Alter. Auch dieses, ich liebe sie, Bratan, ich kümmere mich ein bisschen um die kümmern, ja. Von oben herab, ey, ich kümmere mich mal ein bisschen um die. So, ich bin dein Labelchef, ey, was hast du gedacht? Ich kümmere mich nur um die. Vielleicht nimmt die Tape auf. Ja, Digga, ich küsse dein Herz. Schlammschlacht beginnt. Digga, ich möchte mich ein wenig um sie kümmern, Bro. Was für ein hinterhältiger, wallah. Digga, das ist. Also, ich hab schon einiges gesehen, aber das, Bro. 20 Jahre und das an der Spitze. Zeitgeschichte, ich würdige sie keines Blickes. Es ist dein Name, der bleibt. Kollege, ich wurde zu einer Saga. Larger than life. Für ein letztes Mal wie ein Himmelsschweif. Und wenn ich gehe, es ist die Stimme, die fällt. Ja, man muss auch ehrlich sagen, der Song von Sunny, ne, wo der sagt, ja, dass die. Was sagt er da nochmal? Moral über Sex? Hast die Bruder von deinen Frauen? Das kriegt nochmal einen ganz anderen Turn, Alter. Das ist schon mit das Ekligste. Also die Frau von einem Kumpel anmachen ist, glaube ich, das aller heftigste und hässlichste, dreckigste, was man auf dieser Welt machen kann. Und ich erinnere mich noch, als Sunny mich gedisst hat und wie viele BBM-Fans mich damals beleidigt haben. Obwohl wir den San Diego nur geholfen haben. Ne? Und guck mal, was Allah gemacht hat. Er hat ihn vom meistgehyptesten Rapper zum größten Hundesohn gemacht. Ne? So schnell kann es gehen. Ja, nee, manchmal muss man selber nichts sagen, machen. Manchmal ficken die Leute sich selber. Ist alles nur eine Frage der Zeit. Ist eine Frage der Zeit. Ja. Ne? Manche kriegen manche nicht. So, ne? So ist Leben. Wir haben aber alle Scheiße erlebt. Aber das ist schon wirklich eine der schlimmsten Sachen. Die Frau von einem Freund. Also das ist wirklich. Boah, das ist wirklich. Das wünsche ich niemandem. Also das ist das abgrundtief Schlimmste, was. Das Problem ist, ne, man hat zwar gewisse Sachen im Kopf, was man so, was, aber man, Bruder, ich glaube, dieses Gefühl kann man sich nicht ausmalen, Bruder. Das ist heftig. Also wir gucken jetzt mal ganz kurz, ob hier irgendwo eine neue Story von Mois oder so ist. Ansonsten bei TikTok gibt es ja dieses Statement und dann gucken wir. Da steht schon, Klick's einfach drauf. Genau, wir gucken mal jetzt ganz kurz. Also auf Instagram ist nichts. Nee, ist nix. Auf TikTok vielleicht. TikTok, genau, TikTok war das. Tiki-Toki. Tick. So. Aber ey, bevor, I don't care, bevor wir das gucken, ist mir noch hier so ein Video von Mois aufgefallen bezüglich Montana Kelp. Ne? Duett. Monte, oh Monte, how are you, my guy? Schreibt Mois hier. Naja, hier geht's ja auch um das Ding. Der Monte, der hat ja auch viel Klicks auf Kopf von Mois gemacht. Er hat auch damals auf meinen Kopf einfach mitgeschwommen, Klicks gemacht, Halbwahrheiten verbreitet und so ganz eklig. Und ist hier aber selbst eventuell mit einer 16- oder 17-Jährigen schon zusammen gewesen. Mäßig. Weiß ich jetzt nicht zu 100%, das müsst ihr mir sagen. Naja, aber gucken wir mal. Naja. Einfach mal die Fakten sprechen lassen, oder? So. Mit meinem Rücken, wo bist du? Komm raus! Wir ficken dich jetzt! Das mein. Komm raus ist jemand da, Effekt. Wo bist du? Komm raus! Meinte Sunny zu mir? No. Und ich meinte, ich esse dich auf deinen Sohn, der heute am Donnerstag auf Väter Geburtstag hat, weil du meine Familie genommen hast. Nämlich deine. Verstehst du? Ich esse dich auf. Ich esse dich auf, egal was sie schreibt. Egal was ihr schreibt. Egal wenn jemand Schwanz veröffentlicht in diesen Fotos. Ich esse euch auf. Ich mach das nicht für Internet. Ich mach das für meine Eier. Ich wurde ein Jahr schon angespuckt. Ich esse euch auf. Boah, ach so, und dann meinte er am Telefon, du wirst dafür büßen, was du mit ihr getan hast, als du rausgefunden hast, dass wir scheiden und sie geschlagen hast. Du wirst dafür büßen mit meinem Rücken. Wo bist du? Komm raus. Wir ficken dich jetzt. Das meinte Sunny zu mir. Oh. Und ich meinte, ich esse dich auf deinen Sohn, der heute am Donnerstag auf Väter Geburtstag. Oh, shit. Überleg mal. Sunny droht Mois und sagt zu ihm, du wirst dafür büßen, was du der Frau angetan hast. Land, du Hund, als was geht das, was geht dich überhaupt das seine an? Familie an überhaupt? Was geht dich seine Frau an? Dieser kleine Hund. Alter. Gesagt du, Alter, ich schwör. Alter, was geht dich an, wie der seine Frau, was die da zusammen haben, was nicht? Letztes Video zu dieser Scheiße, komm mal kurz her. Ja, das ist Jan. Wir beide waren im Studio, wo wir das Tattoo gemacht haben, hier hinter mir. Bruder. Ich habe dir gesagt, Anis kommt vielleicht zurück bald. Ja, Mann.
An dem Tag? Nein, ich weiß wo nicht. Klicks angefangen haben zu laufen wegen meinen Tattoos und Alkohol vor und Drogen. Vor einer Woche so. Vor einer Woche. Wer hat mich dann angerufen plötzlich, wo Klicks oben waren? Meinst du Sunny, ne? Sunny hat mich angerufen. Sunny, ja. Nach 7, 8 Monaten. Was hat er mir gesagt? Mit 7 Leuten im Auto und Anis? Meinst du, dass er dir geballert hat, ne? Er hat, was hat er mir hat das gesagt, ja, ne? Und hat mich ausgelacht. Der war voll ekelhaft, Bruder. Er hat mir gesagt, rauch mal deine Lachlulis weiter, während er mich sie weiter dingse. Nein, nein. Ich soll das eher dir von ihr ausrichten und sie hat im Hintergrund gelacht. Versteht ihr das? Aber da fährt ich den, also ich, für diese Sache, ich schwöre dir, am selben Tag hätte versteht ihr erlebt. Das? Also hätte er das, am selben Tag, der hätte die Nacht nicht mehr erlebt. Sagt ihr mir jetzt erst, dass er so, Digga. Alter, ich schwöre also dir. Also hätte einer meiner Alte klar gemacht und hätte er mich angerufen und mich ausgelacht, gesagt, ich hab die gefickt, der wäre tot. Also ey, kein Aufruf zur Gewalt. Distanzieren uns. Ja, ja. Ich kann nur für mich sprechen. Was für euch ist, ist eure Sache. Aber mein Gegenüber wäre tot. Tot. Sie hätten nie gedacht, dass wir aus diesem Loch rauskommen. Und jetzt versuchen die, weil zu viel auf unserer Seite ist, auf politisch, wie weiß ich. Auf einmal, aber warte, morgen. Bleib du, wo du willst. Ich bin nicht in Deutschland. Warte. Geh mal kurz weg da. Das ist nicht Deutschland, dieser Restaurant. Boas. Diese Nummernzeichen. Ich bin nicht in Köln. Lagerraum 365. Ich bin abgehauen, ne? Letztes Video zu dieser... Boah, Alter. Also dieses, er rennt weg und versteckt sich und so weiter, das bestätigt sich hier in dem Fall nicht, ne? Also, wir konnten jetzt alle sagen... Stimmt nicht, wissen wir nicht, aber ich glaube nicht, dass Mois in der Sache lügt. Auf gar keinen Fall. Dass er einfach sagt, er hat mich angerufen und gesagt, ich hab die gefickt und lacht ihn aus. Also das hat er sich nicht ausgedacht. Das ist glaube ich zu 100%. Und das passt auch zum Charakter von Sunny. Ganz, ganz ekelhaft. Naja. Alter. Er macht eine Familie, also guck mal, der San Diego, der macht... Okay, gehen wir nur von der Theorie aus, Sunny hat die klar gemacht und die ist so das Unschuldslamm erstmal. Obwohl die auch nicht unschuldig ist, aber ist okay. Dass sie gelacht hat, auch tot. Also ich rede nur von mir. Also ich hätte mich selber bei der Polizei gestellt, hallo, ich habe gerade zwei Menschen platt gemacht. Tut mich im Knast, lass mich pennen, ich mache mein Training. Gutes. Ich sag euch ehrlich. Boah, wo war ich stehen geblieben? Ey, das ist so heftig, Mann. Das fickt so meinen Kopf. Dass sie lacht. Nein, danach, also genau, er hat die klar gemacht, ruft ihn an und sagt, du wirst sehen, so und so. Er hat jetzt nicht nur Mois Familie quasi auseinandergerissen, er hat auch seine eigene Familie quasi kaputt gemacht, weil er hat ja auch eine Frau und ein Kind. Das heißt, es sind zwei Familien kaputt gegangen. Und hier geht es nicht darum, dass man sagt... Ja, aber ey, das ist doch eine erwachsene Frau, wenn die sich trennen will, dann darf die das doch, darum geht's gar nicht. Es geht einfach einzig und allein darum, dass sie mit seinem Freund zu tun hat. Hm. Das ist das. Das ist so ein, Bruder. Das ist dreckig. Kein Kollege von euch hat das Recht, eure Ex-Frau, selbst wenn ihr ein Jahr nicht mit der zusammen seid. Wenn er eine Frau hat, jetzt im übertragenen Sinne, Entschuldigung, Bruder. Ja, alles gut. Wenn er eine Frau hat, sogar noch, die haben Kinder, wenn er mit ihr Schluss hat, und ich bin sein Freund seit Kindheit. Auch ein Jahr später darf ich nicht mit der an einen Tisch sitzen. Ich darf die vielleicht von der Straße vielleicht Hallo, Salam Aleikum und weiterlaufen. Weil man kennt sich Familien. Das, ja, ja. Das ist so Respekt. Okay, weiter. Aber nicht mit der am Tisch sitzen, so essen gehen. Geschweige im Auto sitzen, Alter. Im Auto sitzen. Was ist das denn, Alter? Im Auto sitzen oder ihr bei einem Umzug helfen. Ich glaube Auszug. Oder beim Ausziehen helfen, ne? Oder beim sonst irgendwas helfen. Ey, also. Und die Pflicht. Als ob die niemanden hat zum Helfen, Bruder. Die Pflicht von einem Bruder. Sagen wir mal, komm, wir sagen jetzt einfach, Sunny ist unschuldig. Mhm. Die Alte hat den klar gemacht. Was ist die Pflicht von Sunny als Labelchef von Mois und auch sein Freund? Seine Pflicht ist, ihm das zu sagen. Ja, wallah. Der müsste zu dem hingehen müssen, wallah. Versteht ihr? Ja, ja. Und es gibt Leute, die mir auch schreiben, ey, warum glaubst du blind,
Mois. Ey, ich rede Mois auch nicht zu 100% gut, aber in dieser Sache... Ist Digga, die Sache ganz klar, Bro. Da ist die Sache doch klar. Yes. Mois kann der letzte Scheißhaufen sein, ist okay. Keine Frage, er ist verrückt, er ist ein Psycho, ist okay. Aber er hat es auch nicht verdient, dass man seine Frau klar macht als Kollege. Schiss dein Herz. Wir müssen über was reden. Setz dich, wir müssen reden. Verzeiht mir auch, dass ich so auf diese Art jetzt auch vor der Kamera bin. Aber ich habe diese Krankheit. Der ist quasi so Tremor. Hm. Wer ist das? Und die kommt Tremor? Nur so manchmal ganz, was ganz ist hoch. Tremor? So, mein. Also ich glaube einfach, dass er maximal wütend ist und ich weiß, wie er das verarbeiten soll. Ja, und wie ich euch gesagt habe, sei er hinterhältig, sei er ein Narzisst, ist egal was. Am Ende ist die Frau mit einem Kumpel. Ja, und das ist das Schlimmste, was es gibt. Puls hoch, jagdmäßig, versteht ihr? Oh. Kann auch maximal drauf sein, einfach. Kann alles sein. Das sieht jetzt auch krass aus, weil es auf 1,5 ist, Bruder. Nein, es ist 1,25. 1,5 ist zu schnell, Digga. Das ist der Lahluli-Effekt. Boah, das ist schon krass, ja, Wallah. Das ist heftig, Mann. Das tut mir voll leid gerade, ich schwoff den Koran, Bruder. Ja, aber das ist ja auch vielleicht sein Ziel, ne? Das mehr vorzuspielen, versteht ihr? Das ist auch ein letztes Mal auf Deutsch. Ich sag's auf Deutsch? Das ist zum dritten Mal, ein letztes Mal. Aber es sind Sachen passiert, von denen ich niemals erwartet hätte, dass sie passiert wären. Es wäre falsch gesagt, ich habe sie als Bastard erwartet und mich mein ganzes Leben lang als Bastard gefühlt, weil ich es gedacht habe. Weil ich so ein Gefühl hatte und mich schlecht dafür gefühlt, weil ich dachte, wie kannst du so einen Enkel, also meine Ex, quasi so betrachten. Und ja, ich bin ein Mann eigentlich eines alten Volkes und ich mag so traditionelle Sachen, deswegen trage ich jetzt auch einen Hut und so Sachen. Und ich wollte auch mein Blut niemals vermischen, nicht weil ich so rassistische Züge besitze, sondern weil ich mir denke, mein Vater, sein Vater und sein Vater hatten dasselbe Blut und wenn ich... Was heißt, hatten dasselbe Blut? Sie waren derselben Abstammung und immer derselben Kultur und Geistes. Und so entstand wahrscheinlich auch dann das Zusammenspiel ihrer Seele, versteht ihr? Und das war es auch, wonach ich mich immer getrachtet und gesehnt habe in einer Beziehung, Ehe und auch ein Konstrukt eines sozialen Zusammenspiels zweier Lebewesen, wie man es auch nennen mag, ist mir als the man in the mirror oder das war in the battle, was nicht nur meine Hülle ist, sondern was hier drin lebt. Was es, ich habe selber keine Ahnung, was es ist, was hier drin lebt. Und ich wollte einfach mit meiner zweiten Hälfte, die ich mir mal aussuchen werde, ein Ganzes sein. Es ist mir egal, wie das heißt, ob das Ehe ist, ob das Beziehung ist, ob das ein homosexuelles Zusammenspiel, 14 Basketballer ist. Und deswegen wollte ich auf dem Weg sowas anzustreiten, weil ich auch Moslem quasi zu der Zeit gewesen bin. Jetzt das aber. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Also, what the fuck? Ganz kurz. Also, nur mal zum Festhalten. Jeder darf glauben, was er möchte. Ja. Keiner ist gezwungen zu irgendwas. Aber ich finde das schon heftig, dass er hier das so sagt, weil es hört sich so an, als ob er aus dem Islam ausgetreten ist. Bruder, nicht es hört sich an. Warte, Bruder Herz. Es hört sich so an, als er ausgetreten ist, aber es könnte einfach sein, dass er sagt, dass er zu der Zeit, als er geheiratet, ja Moslem war. Damit will er sagen, zu der Zeit war ich auch schon Moslem. Aber ich höre weiter an, also ich krieg Gänsehaut, wenn er das so... Boah, Wallah, ne? Ganz kurz, ist okay. Ist warte. Gefickt, ne? Dieses Video ist wegen dem jetzt weg, oder? Nein, ist es nicht. Wenn ihr nicht versteht, wieso ich gefickt bin, dann braucht ihr mir auch nicht mehr zuzuschauen. Und es ist mir auch wirklich egal, was wer über mich denkt, leider. Weil ich bin an so einem Zeitpunkt, wo ich nicht mehr weiß, wo ich schon bin. Ich verstehe das nicht ganz. Checkt ihr? Und das ist mir, glaube ich, egal, was hier abgeht. Und ich verstehe die Welt. Also ich war mit Mois. Wann haben wir uns kennengelernt? Ich glaube, war das 2017. 17. Da war ich noch im Gefängnis. 2018 haben wir uns getroffen, Ende 2018. Also meiner Auffassung nach
so wie ich ihn erlebt habe, ich habe einfach nochmal nachgedacht über ein paar Situationen und so, also das Ding ist halt, Freunde, ihr dürft auch nicht vergessen, ich bin jetzt auch zwei Jahre oder so nicht mehr mit ihm, zwei mehr jetzt ein bisschen, ich muss auch ein bisschen, ne, alles Revue passieren lassen. Revue passieren so lassen mal, Jahr weil es, ja. Ich muss auch mal nachdenken, weil wir waren ja auch oft unterwegs, in Hotels, hier und da. Ich muss einmal ein bisschen Revue passieren lassen. Also ich kann mich nicht erinnern, dass er irgendwie mit einer Frau zu tun hatte, neben mir. Neben mir kann ich euch sagen, kann ich euch versichern, nein. Nö. Das kann ich euch sagen. Auch seitdem ich mit dir von Anfang an zusammen bin, versteht ihr? Aber ich bemühe mich dann natürlich, weil Kinder sind schon da, Bro. Man sollte für die sterben. Diese Kinder sind du. Das ist dein Tagebuch, den du weitergibst. Vielleicht einen Schritt weiter als das, was ich schaffen werde, bevor ich sterbe. Und bis jetzt, Bruder, bis 33 ist es schon so hart, dass ich schon lange nicht mehr leben will, Bro. Ich sag dir ehrlich, wirklich, Bro, wirklich. Ich sag dir ehrlich, Mann. Ich bin der, der den Tod sucht. Ich finde ihn nicht, Bro. Ich finde ihn nicht. Verstehst du? Bruderherz, Alter. Es sind tausende Sachen passiert, mein Bro. Und weil ich mich an diese Regeln gehalten habe und sauber war, habe ich erwartet, dass sowas auch zu mir kommt. Und ich habe eine Frau nie schlecht behandelt, Bruder, aber ich bin ein Mann. Nicht von diesem Jahrhundert, von 1000 bevor Christus, aber nach Rotum, Bruder. Ich bin Hass und Wut. Ich bin Feuer in mir, ich bin Flamme. Wenn ich will, schaue ich morgen anders aus, Bro. Ich bin ein Hund, ich arbeite an mir, bis ich tot bin. Verstehst du? Habe ich aber nicht alles getan, was ich kann, Bro. Habe ich nicht gesagt, mein Weg ist so, ich bin so. Wir müssen aber, wenn du den Weg gehst, ich mache alles, was ich kann für dich. Habe ich nicht gemacht. Aber was habe ich erwartet? Ich habe nur erwartet, dass wenn ich von dieser Tür rausgehe und 10 Jahre nicht zurück bin und zurückkomme, ich wissen kann, ohne Sorge, dass du nur bei meinen Kindern warst. Und ich will mich das nicht mal fragen, weil ich so ein Wesen bin. Ich bin so etwas. Und ich wollte auch nur so etwas. Verstehst du? Und wir alle lassen uns von diesen Hurensohn-Kameras blenden und für ein paar Klicks. Und du hast heute 12.000 Abonnente gemacht. Es ist sehr stark, Bro. Alhamdulillah, Alter. Ja. Das ist stark. Verstehst du, ich meine, Alter? Bruder, meine einzige Angst, wenn ich hier sitze, ist, einfach zu sterben, Bro. Aber das wäre geil. Geht nicht. Ich sterbe nicht. Dann versuche ich Drogen zu nehmen, dass ich das vergesse, Bro. Weil ich muss weitermachen. Ich kann wegen einer Frau nicht sterben, die jetzt jedem erzählt, ich hätte sie 7 Jahre lang geschlagen, Bro. Ich hab dich, Bro, Bruderherz. Nachhol, Alter. Ich hab dich 7 Jahre lang geschlagen. Ich hab dich damit 7 Jahre lang geschlagen, ne? Mit dieser Energie hab ich dich warte, wo ist dieses Video? Warte. Digga, Alter, der Kameramann, der weiß auch nicht, was jetzt abgeht, Digga. Bruder, ich glaube, das ist das ein Mann oder eine Frau, die das aufnimmt? Guck mal, diese Energie, der völlig, da am Fenster. Ist ja völlig egal, aber, Bruder, ja, aber das ist schon heftig. Der steht einfach auf, zieht sich aus der Kamera. Scheiße, was soll Bruder, ich weiß gar nicht, was er macht. Soll ich aufnehmen oder nicht? Habe ich dich 7 Jahre lang geschlagen, okay? Was mich traurig macht, ist nicht sie. Was mich traurig macht, ist auch gar nichts zwischen uns. Auch nicht, dass sie immer wieder gesagt hat, Bro, du Hundesohn bist immer vor 22 Uhr nicht da. Vor 22 Uhr, du Hurensohn, bist bestimmt mit Frauen, die Stars. Ich bin ein Hurensohn, wenn ich mit Frauen war. Ich habe sie nicht mal angeschaut, mein Bruder. Verstehst du? Aber sie haben meinen Schwanz angeschaut die ganze Zeit. Ja, und wo... Ja. Ich hab sie nicht angeschaut, aber mein schwarzer Mund, die ganze beobachtet. Sorry, dass ich kein hässlicher Hurensohn bin und du Komplexe vielleicht hattest. Also ich muss ehrlich sagen, also ich war ja, also zu meiner Zeit, wir haben viele Nächte zusammen verbracht, so im Studio oder haben Videos gedreht, waren unterwegs. Also es war nie eine Frau für Mois da. Also nicht, dass ich jetzt sage, dass er irgendwie hässlich war. Also er hat sich noch nie mit einer getroffen, es war auch noch nie eine Alte da. Für ihn oder so, oder hat dich getroffen. Also, wenn wir spät nach Hause gekommen sind, so manchmal war Maestro so, der wirklich der am letztes nach Hause angekommen ist, weil Maestro war dann auch wirklich derjenige, der am Ende noch so Videos geschnitten hat im Studio, während wir so gechillt haben, ja, oder ja, abgehauen sind. Später kam dann Russland noch. Russland hat dann wirklich, also Russland, Respekt. Liebe Grüße an Russland. Russland hat Überstunden seinen Vater gemacht. Hm. Der war teilweise bis 9:30 morgens oder 9:30 morgens am Cutten, Digga. Und der kam echt zu nichts. Und dann war der schon wieder um 12 Uhr, 13 Uhr wieder auf der Matte. Also der Russland hat schon echt viel gemacht. Ne? Und da waren nie irgendwelche Weibergeschichten mit Mois, sag ich euch ehrlich. Aber habe ich irgendwas bemängelt, Bro? Habe ich dir nicht alles gegeben, obwohl du es nicht wolltest? Habe ich dir nicht jede Woche versucht, eine Tasche zu kaufen, Bruder?
Mutterherz. Jede Woche eine scheiß Tasche? Hab ich das getan? Es gab Monate, da haben wir 300.000 Euro verdient. Wohin sind die gegangen, denkst du, Bruder? Wofür habe ich für deine Hochzeit von deinem Bruder, der Hälfte gelähmt ist, Bruder, der mich hasst, 50.000 Euro gezahlt, Bruder, für seine Halle? Nicht, dass ich sage, dass es wegen Geld ist, Bro. Du warst mir was wert. Und ja, safe, es gab Zeiten, wo es nicht gut war. Safe, weil ich von jeder Seite gefickt wurde. Safe. Und ich selber kenne nicht die ganze Wahrheit. Einer schreibt, warum nennt er sie Bruder, what the fuck? Ja, er nennt, ja, Digga, Alter, er nennt sie nicht Bro. Bruder, er redet so quasi mit uns. So, Bruder, er sucht ja quasi einen Gesprächspartner. Sagt, genau, Bruder, direktes Dialog so quasi. So mäßig, genau. Ja, ja. Weil ich habe mich nicht so groß gesehen, wie ihr mich. Versteht ihr? Ich wollte nur glücklich sein mit euch. Mit jedem, Walla. Mit jedem aus Keller, mit dieser, Bro. Ich wollte nur glücklich sein, aber schau, wo wir sind, Bro. Verstehst du, Bruder, Alter? Was ist das, Bro? Ja, okay, im Chat hat er sich manchmal auch Bro genannt, aber das war das was anderes jetzt. Sinan, kanntest du Anis? Ja, natürlich kannte ich die, weil ich habe mit Mois 4-5 Jahre Zeit verbracht. Klar kannte ich die. Klar, ne? Keine Frage. Und eines Tages ist das voll schlimm zwischen uns so. Es ist nichts cool, dies, das. Ich versuche sie mitzunehmen, wir gehen in Barcelona. Es klappt nicht, Bruder, es macht mich auch nicht traurig. Extrem traurig, Bro. Weil für mich ist sie eine Prinzessin gewesen. Ich habe sie versteckt, Bro. Nicht, weil ich eifersüchtig bin. Weil ich wollte, dass sie einfach so meins ist. Weil ich auch nur ihrs bin. Verstehst du, Bro? Aber ich bin ein Krieger. Ich bin Herkules der Papa, Bro. Herkules der Papa. Das heißt eigentlich, ich bin Conan der Papa, aber... Egal. Oder Barbares Rabababa. wie war sie privat? Ja, wie kam sie rüber? Also du kennst sie ja auch so durch, ja, durch Hallo, Sehen, Grüßen und so. Wie hat sie auf dich gewirkt? Oder ich sag dir ehrlich, guck mal, ich will jetzt auch nicht lügen. Darf man nicht. Sie war immer korrekt. Okay? Sie war... Ich war tausendmal bei denen zu Hause. Tausendmal war sie auch da. Sie hat auch zwischendurch mal Essen für uns gekocht, für uns und die Jungs, weil wir am Arbeiten waren im Nebenzimmer. Zum Beispiel dort, wo Nice or Scheiß, wo wir Nice or Scheiß gemacht haben, wo wir damit angefangen haben. In Köln, ne? Nein, nein. In Geschichte oder wo? Nein, nein, Quatsch. Das war schon in Bottrop. Ah, in Bottrop. In der Wohnung, wo der verrückte Nachbar gewohnt hat. Mhm. Da hatte sie eine riesengroße Küche. Richtig schönes Haus war das. Das wir damals von einem albanischen Bruder bekommen haben, wo er dann da gelebt hat. In der Zeit. Und die hat auch für uns Essen gemacht, so, und war immer höflich und korrekt, und ich sag euch ehrlich, ich habe die schon tausendmal gesehen, auch in der Wohnung, ich habe nie mehr als 3 oder 4 Sätze mit ihr gewechselt. Aus Respekt auch, weil das ja, die Frau von meinem Kumpel ist. Ja, ich habe auch die nie so irgendwie angesprochen einfach oder sonst irgendwas. Wenn sie Essen gemacht hat, hat er gesagt, ey, meine Frau hat Essen gemacht, willst du essen? Da habe ich gesagt, ja, essen. Da habe ich gesagt, Dankeschön, danke dir, Schwester. Wir haben ganz normal, also es war nie wirklich, ich habe noch nie ein intensives Gespräch mit ihr geführt. Mhm. So, man hat mal zwischendurch gequatscht, wenn er auch dabei war, so, man hat auch mal gelacht zusammen, also wo er auch dabei war, wirklich Kleinigkeiten, aber nie wirklich. Komplett auf Distanz. Ich habe bei Allah, komplett, ihr könnt auch Mois fragen, ihr könnt Mois, ihr könnt alle fragen, ich habe immer auf Distanz, ich habe sie nie länger als nötig auch angeguckt, sondern auch nur aus diesem Respekt. Assalamu alaikum. Weiter. Niemals zu nah oder sonst irgendwas. Aber so waren alle dort. Ja, ne? Ja. Natürlich hat Maestro wahrscheinlich ein bisschen mehr mit ihr gequatscht, weil die auch von der arbeitstechnisch her mehr so familiärisch so zu tun hatten. Aber ich von meiner Seite, also das kann euch jeder aus dem Keller auch bestätigen. Sie selber könnte das auch bestätigen. Muss sie natürlich nicht. Muss jetzt sich hier nicht zu mir äußern oder so. Aber ich kann euch nur sagen, privat, so wie ich sie erlebt habe, war sie immer sehr korrekt. Klar habe ich auch mal Streitigkeiten zwischen denen miterlebt, aber das ist ja menschlich. Das geht mich auch nichts an. Darüber möchte ich auch nichts erzählen. Ne? Geht keinem was an, war jetzt aber nie so irgendwie wild. Und ich habe auch in keinster Weise irgendwie erlebt, in der Zeit muss ich auch ehrlich sein, dass Mois irgendwie ihr Gewalt angetan hat. Das muss ich auch nochmal betonen, habe ich nie gesehen. Ich habe nur, wenn ich mal was gesehen habe, wo man wirklich sagen kann, okay, das stimmt, weil wenn er mal seine Ausrast hatte und mal die Tür zugeknallt hat. Ja, toll. Ja, wow. Wow. So, mehr auch nicht. Muss man auch fairerweise sagen. So. Okay? What the fuck? Salamanca sagt, wäre doch nicht schlimm, wenn du mit ihr normal geredet hättest. Haha, was ist los? Ja, Dicker. Oder ich habe normal mit ihr geredet, aber ich habe nicht so intensiv mit ihr geredet, dass ich jetzt dem Mois sagen könnte, ich habe Kontakt mit ihr. Dass ich dem Mois jetzt sage, Bratan, ich liebe sie, ich schreibe ihr mal ab und zu.
Also versteht ihr, was ich meine? Also man hat sich schon mal hier und da unterhalten, aber auch wirklich nie alleine oder sonst irgendwas. Ne? Mark hat geschrieben, er kam oft nicht zum Essen, weil er gesagt hat, ich bleibe bei meiner Frau, wir haben zu wenig Zeit. Hack ist Hack. Ja, das stimmt auch. Zum Beispiel, wir haben unten alle gegessen und er ist dann oben mit ihr geblieben und hat mit ihr gechillt, weil er meinte, ich bin den ganzen Tag hier in dem Raum am PC oder am Studio. Isst ihr, ich gehe ein bisschen zu meiner Frau. Das stimmt auch, ne? So, und ihr könnt, Marc ist auch im Chat. Marc ist aktiv Zeitzeuge. Er weiß auch, wie ich bin. Ja, von Freunden, die Frau und so, niemals einen falschen Blick oder sonst irgendwas, ja. Hundertprozentig. Ist so. Weiter geht's. Okay. Das Letzte, was dann passiert, ist... Die Story von mir und Böse ist aus Instagram, die ist aus Versehen weg. Ich habe aus Versehen, weil ich wollte was schreiben. Ich lade die später wieder hoch. Naja, die ist ja auch auf TikTok. Sie weg? Ist sie gelöscht worden? Ich habe aus Versehen gelöscht. Könnt ihr aber auf TikTok nochmal gucken, die ist auf TikTok. Ja, ja. Dass du weg bist, plötzlich für eine Woche. Nach Osnabrück irgendwo oder Bielefeld. Und da sind deine Cousinen. Und du willst plötzlich öfter dort übernachten. Und wir haben uns ein Jahr nicht angefasst, weil du sagst, ja, du bist 5 Minuten später als 22. Du riechst nach Zigaretten. Ah, du hast Joint geraucht, ne? Ich weiß, du hast Joint geraucht. Und ich werde psychisch ermordet. Und ich bin ein Mann, Bro. Man sagt, der Schwanz von einem Mann ist so groß wie von hier bis da. Bro, Alter, am Anachrotum. Ich sitze da ganz normal. Ein verficktes Jahr, Bro. Mach, was ich kann. Ja, heute fühle ich mich nicht so schön. Hier ist so, ist das. Und ich weiß tief in mir, warum. Aber ich bin nicht nur ihr Mann und glaube nicht nur an das Konzept von irgendeinem sozialen Gestalten, der nur in einem Prozentsatz der Evolution der Menschheit überhaupt existiert und will darüber hinaus noch etwas für sie sein, was vielleicht ihr eine Hand gibt, wenn sie ausgerutscht ist und nicht weiß, wo sie war. Und denk mir, okay, Bro, brauchst du vielleicht was? Ist irgendwas? Dies, das und ich bemühe mich, aber kommt nichts. Hat irgendjemand von euch so gerade auf seine Hand geschaut? Frage aus reiner Neugier. Ja. Ja, Walla. Ja. Ja. Ihr kleinen Schlingel, Alter. Ich merke in Chats, als Mann, es macht dich traurig, Bro. Wenn du Herz schreibst, kein Herz, ich liebe dich. Seit Monaten, Bruder, Monate. Aber das ist für dich dann so. Du bist tot, Bro. Es gibt nichts, was brennt dann da draußen. Verstehst du, wie ich meine? Weißt du, wie ich meine, Bro? Du hast nicht mal jemanden angeschaut, so, weil du dachtest, so, nein, sie ist zu Hause. Sie hat sich auch gefickt, Digga. Ich kann nicht jetzt wie ein Hurensohn hier so. Ich habe ehrlich gekämpft, Bro. Egal, wie man versucht, mich zu vermarkten. Ich habe ein Jahr nichts über dich gesagt, bis ich gestern das wirklich gesehen habe. Wir sind solche, dass wir aus einem Volk sind, das das Älteste ist auf dieser Welt. Nochi heißt, weil wir von Noah sind. Die von Noah, Nochi. Heißt die Kinder von Noah, Bro, nach Flut gab's nur uns. Wir sind eigentlich ein krasses Volk, Bro. Und ich wollte nur so eine Kriegerin. Und wir schreiben nicht mal anderen Männern, egal wo wir leben. Verstehst du? Und ich habe, wo du eine Woche in Osnabrück warst, auf deinem Laptop, so ein Screenshot von Uhrzeit gesehen. Aber ich fand es komisch, warum du Uhrzeit gescreenshottet hast. Und es gibt da so eine Option, und weil ich Christopher Columbus und sein Vater bin, habe ich auf Original wiederherstellen, dieses ganze Bild. Da drin steht dann, ich liebe dich auch, Anis, Dima, ich habe noch nie sowas gefühlt wie mit dir. Dima? Dima ist ja Sunny. Ach, so heißt er. Oh mein Gott, Alter. Boo Snitch kam auch nach Hause, da war irgendwas mit Laptop an, oder war mal Fußballer. Er kommt nach Hause, sieht Laptop da, wiederherstellen, Tag, Dima, Alter. Digga, ich küsse dein Herz, Digga. Also, wie ehrenlos ist das, Alter? Alter, stellt euch mal vor, Alter. Und, hör mal auf jetzt. Mach mal ein paar Subs rein. Und,